Moschee in Berlin. Ich spreche mit Viktor Schiele von Mogis e.V. Es geht um die Kampagne der Körper Selbstbestimmung und Umwelt. Viktor, ihr setzt euch in diesem Rahmen dieser Kampagne vor allem die männliche Gestaltung. Wie viele Fälle gibt es denn in Deutschland? Also wir setzen uns dafür ein, dass jeder Mensch, auch Jungs, darüber selber entscheiden kann. In Deutschland sind davon, also jetzt für Kinder, Zeiten, wo man sich nicht selber informiert und selbst entscheiden kann, Millionen betroffen. Ungefähr, da gibt es auch nur ungefähre Zahlen, die auch immer angezweifelt werden, weil sie oft gar nicht wirklich aktenkundig werden. Aber mindestens 11-15% aller Männer in Deutschland leben also ohne ihre Vorhaut und haben das nicht selber bestimmt. Liegt das eher an Fehlern der Wissenschaft oder liegt es an Religion? In Deutschland liegt das zahlenmäßig deutlich höher an Pathologisierung von eigentlich gesunden, kindlichen, männlichen Genitalien, weil nämlich davon ausgegangen wird, die Vorhaut müsste nach einem Alter, einem willkürlich festgelegten Alter, dafür gibt es nämlich gar keine wissenschaftlichen Daten, voll beweglich sein. Und man meint, man müsste dann eingreifen, auch sehr schnell operativ und nicht erstmal mit weniger invasiven Methoden, wenn das nicht der Fall ist. Also in Deutschland ist das große, große Mehrzahl der Fälle. Und da tut sich zwar eine ganze Menge, also in der Medizin wird das geforscht, mittlerweile schmeißt man da auch eine Menge raus, wofür es eben, was hier gesagt, gar keine Daten gibt. Und sagen, lass doch die Jungs erstmal entwickeln, das ist sehr, sehr individuell, wann die volle Beweglichkeit eintritt. Und wenn keine Beschwerden da sind, dadurch, da gibt es auch gar keinen Grund, irgendwas zu tun. Und wenn Beschwerden da sind, dann kann man auch erstmal weniger invasiv eingreifen und nicht gleich mit dem Skalpell. Deswegen, da tut sich was in die richtige Richtung, aber der Schwerpunkt in Deutschland, wo man am effizientesten was erreichen kann, ist auf jeden Fall in der Medizin. Ich habe eben gelächelt, weil ich eine Dame verabschiedet habe. Das gibt es ja auch aus der jüdischen Religion heraus oder aus der islamischen Religion heraus, dass manche Leute meinen, es müsste aus religiösen Gründen gemacht werden. Aber da sind es ja dann auch Mediziner, die es umsetzen. Das heißt, da ist ja praktisch ein Punkt, wo die Leute vorbeikommen müssen, der Mediziner. Es sei denn, es wird unter jedem Interessen gestartet. Genau, nicht Ärzte, die das durchführen. Die sind ja auch, was männliche Hormonoperationen angeht, durch den Gesetzgeber explizit legalisiert worden. Also es ist erlaubt worden, dass sie das machen können. Ja, bei Jungs unter 6 Monaten hat diese Standard gesenkt und hat einen Mythos erfunden, nämlich ein Mediziner gleich war befähigt für ein solches Eigentum. Das ist gar nicht so. Operation, wo eigentlich eine Betäubung ist. Und wenn natürlich nichts, was einem Mediziner gleich war befähigt ist, dann wäre es ein Mediziner. Aber natürlich ist sehr, sehr viel Fall, wenn es da die Medizin involviert, weil Ärzte das auch. Da gibt es ganz große Überlappungen. Da war eben ja auch die Rede von dem Paragraphen 1631d, ich nehme an vom BGB, wenn das ja, so mal ist. Ja. Und das hat 2012 gespielt ja dann ein. Naja, der legalisiert das. Also das heißt, der Staat hat eigentlich seine ganzen Schutzmöglichkeiten Jungs gegenüber aufgegeben, indem er das ins Erziehungsrecht der Eltern integriert hat. Das ist also ein Akt der Personensorge, sein Kind, den ihrigen Teil des männlichen Genitals des Penis abzuschneiden. Und das ist ein riesiger Rückschritt, weil damit eine Körperverletzung legalisiert wurde. Also wirklich, der Staat kann diese Kinder kaum noch schützen. Und die Jungs sind im Prinzip völlig in der Hinsicht der elterlichen Erziehungsgewalt ausgesetzt. Und zwar an ihrem Genital. Und es ohne jegliche medizinische Notwendigkeit und ohne dass sie überhaupt greifen können, was damit passiert. Menschenrechtlich ist die Lage eigentlich ziemlich klar. Ich denke an den allgemeinen Kommentar Nummer 14 zum Menschenrecht auf das erreichbare Lebensmaß an Gesundheit. Ja. Da steht ja ziemlich genau das Recht auf informierte Einwilligung. Ja. Ja, das ist da einfach abgeschafft worden. Also da ist ein Sonderrecht geschaffen worden, wo alles andere nicht gilt, was sonst gilt. 1631 ist ja eigentlich das Recht auf gewaltfreie Erziehung. Und in diesem Recht ist ein Zusatzparagraf, der das alles außer Kraft setzt. Und zwar nur für Kinder, die mit einem speziellen Genital auf die Welt kommen. Aber ich meine, Menschenrechte stehen doch über dem Gesetz. Wie nach Vertragsrechtskonvention, es sind Gesetze, ja, keine Ausrede dafür, für völkerrechtliche Verträge zu finden. Ja. Und so, ja, universelle Menschenrechte haben nochmal extra. Deswegen müssen wir das immer
Immunsystem sehr geschlechtert, damit habe ich ja auch verletzt, weil mein Kinder selektiert in voll schützenswert und weniger schützenswert. Und wir müssen daran arbeiten, dass das Bewusstsein dafür stärker wird, dass wieder rückgängig gemacht wird. Ich habe den Eindruck, dass auch im Islam die Verurteilung weiblicher Genitalverstümmelung schon weiter ist als gegenüber Beschneidung von Jungen. In unserem Kulturkreis, weil sich das immer überträgt, in unserem Kulturkreis generell ist weibliche Genitalverstümmelung sehr viel weniger verbreitet, also ist es auch sehr, sehr viel leichter, dagegen Position zu beziehen, beziehungsweise man kommt viel weniger durch damit, politisch auch und gesellschaftlich, wenn man dafür Position beziehen würde. In anderen Teilen der Welt ist das ganz anders. Ich habe gelesen, heute mal auf die Webseite von Target X geguckt, der Rüdiger Nieberg setzt sich auch schon seit vielen Jahren gegen weibliche Genitalverstümmelung ein, hat geschafft, dass es selbst der Chefprediger der Moslembruderschaft sich gegen weibliche Genitalverstümmelung 2006 ausgesprochen hat. Hier in Deutschland? Aus Katar. In Katar. Karakabi. Und scheint schon wesentlich weiter zu sein. Ja, da vielleicht, aber in Malaysia, Indonesien und so ist das durchaus anders. Sie gucken auch sehr, sehr viel nach von weiblicher Genitalverstümmelung, kulturell, religiös begründet. Das sind ja auch oft überlappende Begründungen. Das kann man gar nicht so wirklich genau trennen. Was ist jetzt eigentlich wirklich Religion und was ist Tradition? Sehr schwierig. Er fällt einem noch ein, es gibt ja auch nur einen zivilen Artikel 18 Absatz 3, wo drin steht verschiedene Gründe, warum man in die Religionsfreiheit eingreifen darf, zum Beispiel zum Schutz der Gesundheit. Ja, also die Religionsfreiheit geht ja sowieso nie weit, dass man andere Menschen verletzen darf, deswegen müsste man sich gar nicht überhaupt auf solche Argumentationen einlassen. Religionsfreiheit ist vor allen Dingen ein Recht auf Gewissensfreiheit, das würde ich mal genauso verteidigen, wie ich hier das Recht der Kinder auf ihren eigenen Körper verteidige, ein Recht des Bekenntnisses, des freien Bekenntnisses, des Ausdrucks der Religion, aber das darf niemals natürlich beinhalten. Und es tut es auch nicht, dass ich andere Menschen verletzen darf. Pfarrartisch von der liberalen Goethe-Moschee, Imamim, hat ja auch gesagt, dass es nicht aus dem Islam kommt, sondern eine Tradition ist, wo Leute sich dann irgendwann daran gewöhnt haben, es auch mit dem Islam zu begründen, dass es diese Genitalverstümmelung schon viel früher gab. Die gab es auf jeden Fall viel früher, schon viel länger, als es Judentum und Islam gibt. Aber es gibt natürlich auch religiöse Schriften, die darauf hinweisen. Also nicht nur in der Tora, worauf sich das Judentum bezieht, sondern es gibt auch im Islam, im Koran zumindest den Hinweis, man solle es Abraham gleich tun. Die Beschneidung selber steht nicht im Koran, aber dieser Hinweis ist, und manche interpretieren das dann so, man solle es wie Abraham im Alten Testament machen. Manche beziehen sich darauf. Und dann gibt es auch Hadithe, also Empfehlungen des Propheten, da gibt es auch Aussagen, auch zu weiblicher Genitalverstümmelung. Also, inwieweit die jetzt wirklich Religion oder Tradition sind, das kann ich, bin auch kein Religionswissenschaftler, jetzt nicht völlig trennen, aber es gibt da schon Schriften, auf die sich eben viele beziehen. Wir müssen ja auch, uns muss auch im Klaren sein, dass vielleicht das Religionsverständnis, die Interpretation, die wir hier haben, nicht unbedingt die ist, die die Menschen überall auf der Welt haben. Viele Menschen haben unterschiedliche Vorstellungen, wie sie Religion und auch Aussagen aus religiösen Schriften, Überlieferungen interpretieren. Und dazu haben sie auch erstmal natürlich ein Recht. Das heißt, unsere Sicht ist jetzt nicht unbedingt immer die einzig gültige. Aber die Menschenrechte, die müssen universell gehen. Und das ist ja auch das Gerechte an Menschenrechten, dass sie sich alle gleich daran halten müssen. Das bevorteilt ja auch, benachteiligt niemand, sondern das stellt ja alles klar für alle Menschen. Mir fällt ja auch noch die Kinderrechtskonvention an. Da gibt es ja das Menschenrecht auf Gesundheit für Kinder extra nochmal wiederholt. Und auch das Verbot, Kindern Schäden zuzufügen. Ja, in Artikel 24, Absatz 3, ja klar, schädliche Bräuche. Nur viele sehen eben manche Bräuche nicht als schädlich an, je nach ihrer kulturellen Prägung. Und das Kindeswohl begrenzt ja nach der Kinderrechtskonvention auch ausdrücklich das Erziehungsrecht der Eltern. Und leider definiert die Kinderrechtskonvention das Kindeswohl nicht. Ja, und im Prinzip ist ja das Elternrecht immer ein stellvertretendes Recht. Also es ist nicht ein individuelles Recht, sondern ein stellvertretendes Recht. Und das muss man natürlich da auch mal mitnehmen. Wie geht es jetzt in Deutschland weiter, damit sich was tut? Ja, als Kampagne haben wir ja 15 Fragen an die Politik in Deutschland mit diesem universellen Ansatz für alle Kinder formuliert. Und wir hoffen, dass jetzt wir genügend auch gesellschaftlichen Druck aufbauen können, dass sich die Politik jetzt ernsthaft mit dieser Thematik beschäftigt. Ernsthaft heißt wirklich widerspruchsfrei, nicht wieder neue selektierende Gesetze schafft, die wieder nur für Kinder eines gewissen Genitals gelten, sondern wirklich welche, die für alle Kinder gleich gelten. Überhaupt noch nie, dass diese Wege einfach sind in der Umsetzung. In der Umsetzung müssen sich alle gesellschaftlichen Vertreter, die das betrifft, an einen Tisch setzen und miteinander sprechen. Das ist natürlich sehr, jetzt bin ich ein bisschen aus dem Konzept gekommen, weil hier abgebrochen. Aber naja. Achso. Ja, müsst ihr schneiden. Jetzt wissen wir das. Das ist ja eh leid. Aber grundsätzlich, die Rechtslage muss natürlich wieder hergestellt werden. Wir können hier die Kinder ungleich behandeln. Das geht überhaupt nicht. Ne? Und die Umsetzung ist je nach kultureller Prägung unterschiedlich schwer. In anderen Teilen der Welt gibt es sicher andere kulturelle.
Vernetzung wird ja auch die Empathiefähigkeit, die Menschen haben, aktiviert. Und die ist, glaube ich, stärker als alle anderen Ängste. Und da liegt meine Hoffnung und die vieler, vieler Betroffenen, die sich weltweit dazu engagieren. Denn das muss man immer wieder sagen, die Bewegung insgesamt ist eine Bewegung von Betroffenen. Also in den Medien wird auch oft dann ein Mythos hergestellt, der heißt Beschneidungsgegner. Die gibt es gar nicht. Damit wird auch mit verschwiegen, unsichtbar gemacht, dass es Betroffene sind, die sich engagieren aufgrund ihrer Erfahrung. Es sind keine Theoretiker, die irgendwo sitzen und sagen, wir sind jetzt Gegner von irgendwas, sondern das sind Menschen, die